Ja, moin. Also heute geht es um das Thema kleine Helfer, Thingiverse-Projekte und Druckdateien, die dir im Alltag weiterhelfen können, die nicht viel Material kosten und auch sonst ja schnell zu drucken sind. Da das letzte Video mit den 3D-Druckideen so gut ankam, dachte ich, ich schieße noch mal eins hinterher. Die Projekte oder Dateien kommen in einer unsortierten Reihenfolge. Das bedeutet, ich präsentiere sie jetzt einfach so, wie ich sie hier vorliegen habe und ja. Genau, also es ist jetzt nicht eins besser und eins schlechter, sondern ja, sie kommen einfach so, wie sie kommen. Der Photo Studio Stand ist eine kleine Halterung für ein Blatt Papier, besser gesagt zwei Halterungen. Da kannst du ein Blatt Papier einspannen und Produkte draufstellen, die du fotografierst. Das ist besonders nützlich, wenn du kleine Teile auf eBay Kleinanzeigen oder auf eBay verkaufen möchtest, denn wir wissen ja, bessere Fotos bringen mehr Geld. Kommen wir zum zweiten, ein Cable Manager. Diesen Cable Manager kannst du an deinem Tisch oder an der Wand befestigen und USB-Kabel und andere Peripheriekabel einhängen. Ziemlich cool, um deinen Platz ein bisschen zu organisieren. Als nächstes kommt das Sanding Tool für den Akkuschrauber. Ganz einfach, du hast noch ein bisschen Schleifpapier rumliegen und du möchtest gerne ein rotierendes Werkzeug einsetzen. Kein Problem, du spannst dein Schleifpapier in der gewünschten Länge ein und kannst somit etwas mit deiner Bohrmaschine schleifen. Jeder von uns hat bestimmt 1000 Kabel in einer Schublade rumliegen oder auf dem Schreibtisch, die einfach nur lose da liegen. Dabei hilft dir jetzt der Cable Holder. Damit kannst du deine Kabel ein bisschen zusammenlegen und organisieren und ein bisschen Ordnung reinbringen. Ja, wer kennt's nicht? Du hast jetzt einen Duschvorhang gekauft und hast keine Haken dafür. Dann druckst du dir doch einfach in der Wunschfarbe. Wie cool! Schönes kleines Projekt und kostet nicht viel Material. Als nächstes kommt der Tab Extender. Das ist ein bisschen selbsterklärend. Du bringst den Wasserstrahl vom Wasserhahn ein bisschen weiter nach vorne. Das erleichtert die Nutzung für Kinder und ja. Ja, dann bleiben wir doch bei den Sachen, um unser Leben zu organisieren. Und zwar die Cable Tie Base. Damit kannst du einen Kabelbinder irgendwo festschrauben und dann durch diesen Kabelbinder entweder Sachen ziehen, wie Kabel oder auch andere Sachen einfach befestigen. Da wir gerade beim Thema Ordnung sind, der Powerstrip Mount. Ja, wie der Name schon sagt, du kannst eine Steckerleiste unterm Tisch oder an der Wand befestigen. Und somit hast du sie nicht lose auf dem Boden rumliegen und hast alles ein bisschen organisierter. Der Bottle Opener. Ja, du kriegst Flaschen nicht auf, oder vielleicht deine Partnerin oder deine Oma oder wer auch immer. Druck doch einfach diese Flaschenaufdreh- und Zudrehhilfe. Super praktisch und ja, definitiv eins der nützlicheren Dinge auf dieser Liste. Und jetzt kommt noch mal ein etwas größeres Teil. Jetzt kommt noch ein größeres Teil, der One-Part-Tape-Dispenser. Wenn du gerade einen Tesafilm hast und keinen Abroller, dann druck dir einfach einen Abroller und dann hast du einen. Definitiv coole Nummer. Ich hoffe, die 3D-Druckideen, die du hier gesehen hast, haben dir gefallen und du konntest dir womöglich noch etwas Nützliches dabei rausziehen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen oder auch ein Abo, wenn du gerne die nächsten Videos sehen möchtest, die ich so produziere. Bis zum nächsten Mal.